den Zwölfen zum Gruße, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Das Schwarze Auge Satinavs Ketten. Wir haben alle Splitter gefunden, um uns quasi unser Ticket aus der Traumwelt zu lösen. Und deswegen springen wir jetzt durch das Feentor zurück Sandorin, Amorinda, zu unserer Heimat. Amil, Amis. Du darfst gehen, Nachthar. Danke. Den Göttern sei Dank. Und auf geht's in die eigene Welt zurück. Oder auch nicht? Ah, doch. Als Geron in seine Heimat zurückkehrte, war dort ein ganzer Mond verstrichen. Er war zu spät gekommen. Ein Fieberwahn hatte das Land befallen. Die Boten des Seers überbrachten finstere Träume. Träume vom Untergang. Der Seher hatte sich sein eigenes Prophetenreich erschaffen. Ein verzweifeltes Reich. Ein Reich der Angst. Vor. Nuris Versteck. Ich bin wieder zurück. Aber wieso schneit es? Es kann doch nicht einmal Anfang Boron sein. Nuri. Na super. Es ist Zeit verstrichen und Andergast hat wohl seinen Untergang erfahren, ohne dass wir damit was zu tun haben. Tja, hätte da alle mal geguckt, ne? Hier müssen wir durch die Dornhecke erstmal durch. Nuri wird es verzeihen. So. Was gibt denn hier noch? Was denn hier? Pflanze. Eine Alraune hat überdauert. Dann nehme ich die nochmal mit. Ich weiß zwar noch nicht, für was ich das Vieh gebrauchen kann. Nuri wird froh sein, dass noch etwas überlebt hat. Nachdem Hinkel, Finkel und der Rest ohne ihre Fürsorge verdorrt sind. Ja. Ich weiß zwar noch nicht, für was ich die brauche, aber die kann man bestimmt immer noch benutzen. Was gibt's hier denn noch so? Können wir was mit dem Windspiel machen? Nö. 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 Oh, Eiszapfen. Wir nehmen Eiszapfen mit, alles klar. In seinem Innern glitzert etwas. Er muss aus dem Wasser des Feentors bestehen. Okay. Gut, das wird uns eventuell noch helfen. Vielleicht kann Nuri damit dann zaubern oder so, aber wir wissen es nicht. Ich habe es geschafft. Ich bin entkommen. Gibt's hier noch irgendwas? Hier ist noch was. Achso. Das sind die vertrockneten. Verrottet und erfroren. Die kann man nicht einmal mehr Schweinen vorwerfen. Hm, naja. Müssen wir ja auch nicht. Gehen wir einfach mal weiter. Mal gucken, ob wir noch irgendwas finden. Hier sieht's ja auch nicht viel besser aus. Was ist denn hier los? Was sind denn hier? Flechten. Na gut. Sollen wir die auch mitnehmen? Fest verwachsen. Ja, dann mess halt mit dem Messer ab. Schab sie ab. Aber für was brauche ich denn jetzt bitte eine Alraune, einen magischen Eiszapfen und eine Flechte? Kann mir das mal jemand verraten? Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Ne, hier haben wir alles. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns auf den Weg nach Andergast. Ich glaube, wir kommen dem Finale immer näher entgegen. Wenn es hier jetzt schon so beschissen aussieht. Ey, den kennen wir doch. Das ist doch der, ach genau, der Ritter Zornbold, den wir von den vom Taschgebirge kennen. Ritter Zornbold? Was? Wer? Erinnert ihr euch nicht mehr an mich? Der Hof im Taschgebirge, im letzten Herbst. Ach ja, der Bauernjunge mit dem schönen Mädchen. Ach, so schnell vergeht die Zeit. Sag, was ist aus dem Mädchen geworden? Tot. Der Seher hat sie entführt. Der Seher? Dann ist sie verloren. Ich werde sie retten. Wach auf, Junge!
Sie ist bestimmt längst hinüber. Nein, er braucht sie lebend. Niemand weiß, wo der Seher seine Macht konzentriert. Und jeder, der ihn wirklich aufspürt, ist des Todes. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Du siehst aber noch ziemlich lebendig aus, mein Freund. Warum sitzt ihr hier allein vor der Stadt? Ich bin an meiner Queste gescheitert. Ich habe den König und mein Land enttäuscht. Ich war auf der Suche nach dem Seher. Er ist zurück und schickt seine finsteren Krähen über das Land. Der Wahnsinn erfasst uns alle. Damit siehst du aber noch ziemlich fit aus. Wahnsinnig bist du noch nicht. Habt ihr den Seher aufgespürt? Nein, aber ich war ihm nahe wie kaum jemand zuvor. Je weiter ich ritt, desto öfter wurde ich von unheimlichen Kreaturen beobachtet. Ihre seelenlosen Blicke brannten in meinem Rücken und sogen mir das Leben aus den Knochen. Geschwächt verließ ich schließlich meinen Pfad, um sie in der Dunkelheit zu konfrontieren. Doch sie kämpften mit widernatürlicher Kraft. Ich entkam ihnen nur mit Not. Sie wollten mich möglichst weit vom Versteck ihres Meisters fernhalten. Ich bin mir sicher. Dann redet er bestimmt von diesen gefallenen Elfen, von diesen traurigen Elfen. Erzählt mir von den Kreaturen, die euch zurückgeschlagen haben. Seelenlose Geschöpfe, kalt, unnachgiebig und endgültig wie Boron selbst. Ich will nicht mehr daran denken. Sie waren nicht von dieser Welt. Ah. Passt, was unternimmt der König gegen die Bedrohung? Als er erfuhr, wer hinter der Krähenplage steckt, sandte er die tapfersten Ritter und vielerlei Soldvolk aus, um den Seher ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen. Alle tot. Doch keiner kehrte siegreich von seiner Queste zurück, wenn er überhaupt zurückkehrte. Und nun bin auch ich gescheitert. Wo ist der König? Er hat sich in der Burg verschanzt. Es scheint, dass der Seher sein unheilvolles Werk nach 13 Jahren nun doch noch vollendet. Das wissen wir zu verhindern. Was ist mit Andergast geschehen? Das Unheil brach über uns herein. Krähenschwärme verwüsten das Land, bis nur noch tote Erde zurückbleibt. Sind es noch mehr geworden als im Herbst? Ganze Krähenstürme! Jede Nacht werden es mehr. Es heißt, sie bringen diese schlimmen Albträume. Selbst in ihren Häusern sind die Leute nicht mehr sicher. Das sind ja rosige Aussichten. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir da bestehen. Mehr muss ich dazu nicht hören. Feenforscher? Feenforscher? Der Zaunbold kannte den Feenforscher doch gar nicht so richtig, zumindest. Wisst ihr, ob ein Feenforscher Andergast erreicht hat? Ein auffälliger Kerl namens Giacomo Nauta. Nie gehört. Frag lieber mal in der Magierakademie. Die kennen sich mit sowas besser aus. Dann kommen wir also endlich auch in die Magierakademie, was wir in den ersten Folgen nicht konnten. Ihr sitzt hier, weil ihr an der Aufgabe gescheitert seid? Ich wage nicht, unverrichteter Dinge zurückzukehren. Ob ich nun Bericht erstatte oder nicht, unser aller Ende ist doch nicht mehr aufzuhalten. Zu verharren und aufzugeben hilft genauso wenig. Lass mich! Ich habe versagt! Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel schwerer ist, diese Last zu tragen, als mein Leben für das Land zu geben. Mhm. Na gut. Gibt's hier noch irgendwas zu entdecken? Ein Eichenzweig. Der hat wohl den Wintereinbruch verschlafen. Der sieht noch frisch aus. Na, was heißt frisch? Herbstlich. So, aber dann machen wir uns auf den Weg nach Andergasten. Da sehen wir schon jede Menge Krähen. Da blüht uns hier einiges blühen. Naja, wir werden es überleben. Machen wir schöne Chicken Wings draus. Moment, kennen wir den nicht? War das nicht der vom Anfang, der uns so übel mitspielte? Hey, da ist noch ein Tonkrug. Moment, nein, ich will erst den Tonkrug haben. Dann rede ich mit dir. Ich brauche deinen Krug, Eugiert. Nimm ihn dir. Ja, nimm alles, was du finden kannst. Das ist der Arsch. Und warum ist dem denn seine Mistgabel total blutig? Was ist denn hier los? Was schwätzen wir erstmal mit dem guten Mann? Olgiert, was machst du da mit der Heugabel? Ah. Töten. Ah, geht weg. Lasst mich in Frieden, Albträume. Beruhige dich, ich bin es, Geron. Geron? Ausgerechnet du, kurz vor dem Ende. Oh Mann, was ist denn hier los? Alter, hat er damit geschlachtet oder was? Was hast du nur? Was ist mit Ulfried passiert? Er ist tot. Ich habe ihn mit der Forke niedergestochen.
Alter. Und guckt euch mal seine Augen an, ey. Blut unterlaufen, dem Fieberwahn verfallen. Warum hast du Ulfried umgebracht? Ja, du gibst mir die Schuld, nicht wahr? Ich bin schuld. Ich höre sie rufen, Mörder, Mörder! Da ist nichts, Eugiert, hör doch. Warum hast du das getan? Ich hatte diese Träume, dass ich seinetwegen verrecken muss. Seinetwegen. Da glotzte er mich immer an. Mit seinen gierigen Schweinsaugen. Grunzte, er hätte Hunger. Immer wieder. Ich hab Hunger. Ich wusste, er frisst mich mit Haut und Haaren. Er frisst mich, wenn ich ihm die Forke nicht durch den Kopf treibe. Leicht verstörend. Ich hoffe, denen geht's nicht allen hier so. Weil sonst wird's hässlich, glaube ich. Was meinst du mit Ende? Ich bring mich um. Ich kann nicht mehr. Rede keinen Unsinn. Die Träume, Geron. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich seine Fratze. Im Schlaf sucht er mich heim. Ich bin ein Mörder, Geron. Und Mörder müssen sterben. Wir lassen uns erstmal die Heugabel geben. Gib mir die Heugabel. Nein, sie lag hier. Jetzt ist sie mein. Kannst sie bald haben. Ich brauch sie nur noch einmal. Alter, was ist denn mit dir los? Lass den Unsinn, gib mir die Heugabel. Es wird sicher alles gut, glaub mir. Ausgerechnet dir soll etwas an mir liegen? Vielleicht hast du uns das alles eingebrockt. Warum sollte ich auf dich hören? Jetzt geht das schon wieder los. Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Naja, er hat seinen Freund umgebracht. Ich glaube, für den wird sich nicht mehr so viel einrenken. Ich bin ein Vogelfänger. Ich werde diese Krähen unschädlich machen und dann... Diese Krähen kommen aus den Niederhöllen. Mit einem lumpigen Netz kannst du hier nichts ausrichten. Ich weiß, aber Gwynling hat ein Mittel gefunden, wie man die Vögel zurückverwandelt. Vertrau mir. Ich weiß nicht. Die Niederhöllen sind halt die Hölle in Anführungszeichen, nur mit dem Unterschied, dass es in den Niederhöllen schweinekalt ist und nicht wie bei uns in der Hölle super heiß. Du trägst keine Schuld an Ulfrieds Tod. Naja. Wer ist denn schuld? Olgierd wurde verzaubert. Also der Seher ist sowieso schuld, aber... Du warst nicht du selbst. Diese Krähen haben dich verzaubert. Verzaubert? Ja, du hättest Ulfried doch niemals etwas getan. Also muss das ein Fluch gewesen sein, der mit deinen Händen die Heugabel geführt hat. Meinst du wirklich? Ja, sonst willst du ja nicht sagen. Na los, gib mir die Heugabel. Nein, die Mistforke ist mein letzter Freund. Sie wird mein Gewissen zum Schweigen bringen. Alter, ich geb dir gleich deinen Gewissen Anlass zum Schweigen. Lass den Unsinn, gib mir die Heugabel. Es wird sicher alles gut, glaub... Ausgerechnet vielleicht hast... Warum sollte... Wie soll ich denn das jetzt machen, ey? Du trägst keine Schuld an Ulfrieds Tod. An allem hier ist doch der Seher schuld. Er hat die Krähen geschickt. Er ist schuld an deinen Albträumen. Ja, aber ich bin... Nein, der Seher ist es. Ohne ihn wäre Ulfried noch am Leben. Ich weiß nicht. Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Hast du nicht immer gesagt, dass das Unglück über Andergast kommt, wenn ich nicht verschwinde? Ja. Aber ich war verschwunden. Und sieh, was danach geschehen ist. Ja, das stimmt. Kann das nicht bedeuten, dass ich durch meine Rückkehr die Dinge wieder richten? Aber dafür musst du mir vertrauen. Meinst du wirklich? Natürlich, mein Freund. Na los, gib mir die Heugabel. Nein, die Mistforke ist mein letzter Freund. Sie wird mein Gewissen zum Schweigen bringen. Leute, ey, der... was ist das denn für ein Scheiß? Lass den Unsinn, gib mir die... Es wird ausgereckt vielleicht. Warum so... Schuld absprechen. Du trägst... Du wirst verzaubert. Du warst nicht du selbst. Diese Krähen... Ja, also muss das ein... Meinst du wirkt? Ja. Wie soll ich denn das jetzt machen? Vertrauen gewinnen. Vertrau mir, alles renkt... Ach ja... Ja. Hast du nicht immer gesagt? Ja. Aber ich... Ja, das... Kann das nicht mit... Aber dafür... Meinst du wirklich? Na los. Vielleicht hast du recht. Also gut. Nimm die Forke. Wasch sie ab.
Und wenn ich wieder Träume habe? Dann stell dich ihnen ohne Angst. Hm. Versuch sie zu verstehen. Warum ging das jetzt auf einmal? Ich habe, glaube ich, genau das gleiche nochmal gemacht. Naja, von mir aus. So, jetzt haben wir eine schöne blutige Forke. Geil. Die Sei... Ach, die Säue sind ja auch tot. Ach Leute, was habt ihr denn hier veranstaltet? Ihr seid mir vielleicht welche. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in unsere alte Bude. Und was wir... Da bin ich also wieder. ...oben finden in unserem wunderschönen Haus, sehen wir nächste Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann, tschüss.